the dawn. Que hola, Asere, ich bin Cubanito und recht herzlich willkommen. Ja, es haben wir geschafft, con el mejor Cubanito. Und ja, heute einfach mal ganz gechillt und es kann durchaus ein bisschen emotional werden heute, denn ja, heute möchte ich mir einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, mal wieder über das Leben zu sprechen. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht reinfalle, das wäre schlecht. Nein, heute möchte ich euch einfach mal wieder Motivation geben, wirklich das zu machen, was ihr auch möchtet. Ja, wenn, wie gesagt, sei das, möchtet ihr Tänzer werden oder möchtet ihr Musiker werden oder möchtet ihr, keine Ahnung, was immer ihr machen wollt, stellt euch einfach mal das, hinterfragt euch das, macht euch das wirklich Spaß und dann auch wirklich, dann müsst ihr auch wirklich eurem Motto treu bleiben. Ja? Dann heißt es wirklich work hard, play hard, ja? Und weil dieser Spruch ist einfach so 100% true. Ich kann das euch einfach so promisen. Ich kann das euch wirklich so sagen. Denn man sieht es einfach. Ich meine, wir sind so erfolgreich jetzt bei dem Team Sports. Und ich kann euch ja nur kurz zu mir erzählen, wie schon beim letzten Mal gesagt. Ich war ja verletzt, aber habe dann auch nicht aufgegeben. Ja? Ich habe dann einfach mit YouTube angefangen, mit Fußball. Und klar, es war am Anfang schwierig. Es war schwierig, hochzukommen. Aber ich habe einfach mir immer jeden Tag gesagt, komm, du schaffst das. Und halt auch wirklich mit Jesus. Mit Jesus ist auch sehr, sehr wichtig, wirklich an ihn zu glauben und wirklich auch Danke zu sagen und ja, halt wirklich da einen Weg zu gehen. Und ja, wie gesagt, bei mir ging es dann wirklich steil bergauf, aber klar, ich musste auch zuerst unten durch und da möchte ich euch auch wirklich Mut dazu geben, wenn etwas nicht gerade direkt klappt, ist es immer so, es gibt immer Rückschläge und da hat auch der beste Cristiano Zlatan, der hatte auch immer Rückschläge, aber das war der Unterschied, die haben immer mehr gemacht, die haben immer noch mal eine Trainingseinheit mehr gegeben, ja, und die haben einfach auf alle geschissen. Aber ja, zurück zu mir, was war bei mir los? Auf jeden Fall ging das dann super, aber wie gesagt, am Anfang war es auch schwierig bei mir, ja, ich hatte auch harte Zeiten, ja, wo einfach die Leute, wo ich praktisch keine Abonnente bekommen habe und dann ist wieder bergauf gegangen und ja, es ist einfach wirklich so im Leben, man hat Up and Downs, man hat wirklich diese Up and Downs, auch beim Fußball ist es genau das Gleiche, beim Fußball ist genau das Gleiche. Man ist so schnell wieder weg vom Fenster, darum ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man immer oben bleibt. Ihr müsst lernen, positiv zu denken und euch schon bei den kleinsten Sachen zu freuen, weil seht ihr, ich freue mich, ich habe mich schon nur bei, sagen wir, schon bei 1000 Abonnenten habe ich mich gefreut so und dann darum, ich sag mir, ich freue mich wirklich ab jeder Abonnente dazu, freue ich mich wirklich und ich freue mich auch täglich über die ganzen Snaps, was ihr mir alles schickt und ja, eben, das möchte ich euch wirklich auf den Weg geben. Think positive. Ich sag das auch nicht einfach so, weil ich so cool bin und mein Merch bringen werde oder was ich ja überhaupt noch nicht habe. Nein, das hat wirklich auch Sinn. Überleg mal, stay positive. Weil wenn ihr immer alles positiv seht oder wenn ihr einfach mal sagt, Mann, danke Gott, danke, dass ich so Schuhe haben darf, danke, dass ich gesund bleiben darf. Danke, dass es mir so gut geht. Dann seht ihr, dann zieht ihr das an. Aber wenn ihr die ganze Zeit denkt oder daran denkt, dass ihr, ja, oh Mann, es ist schon wieder so schlechtes Wetter oder oh, es ist schon wieder kalt in Deutschland, oh, ich muss zur Arbeit gehen, dann kann es nur Negativität sein. Dann hast du immer diese Negativität und das musst du einfach kaputt machen mit deiner Positivität, ja. Du musst immer positiv, think always positive. Immer an das Positive denken und dann garantiere ich dir, dann geht es dir auch besser und dann hast du auch noch mal mehr Kraft, Vollgas zu geben. Jetzt kommt der Wind mal wieder, aber egal, think positive. Denn ich habe bald wieder Urlaub und dann geht es schon wieder weiter mit Wakes and Prawns. Grüße nochmal euch, einem meiner zwei besten Bros. Und ja, auf jeden Fall, das möchte ich euch wirklich auf den Weg geben. Bleibt positiv, ja. Schätzt schon nur die kleinen Dinge, weil das wird euch enorm helfen. Und ja, sorry, dass ich immer hier oben hinschaue, aber es ist ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, ich schaue besser hier rein, weil dann habt ihr noch mehr so die Interaction. Ich denke noch Homo. Nein, das möchte ich euch wirklich auf den Weg geben. Freut euch wirklich schon ab den kleinsten Sachen und ja, dann wird es gut kommen. Dann wird es echt gut kommen, dann bin ich zuversichtlich. Und wenn ihr sonst nicht an euch glaubt, und das habe ich im letzten Video zwar schon mal gesagt, aber ich möchte es euch nochmal sagen, ja. Wenn euch irgendjemand was gesagt hat, ihr könnt das nicht schaffen, ja, dann vergesst das einfach, ja. Ihr werdet es schaffen, dann sage ich dir so nochmal, du wirst es schaffen. Aber du musst auch dafür bereit sein, wirklich Vollgas zu geben in dem, was du machst, ja. Du musst wirklich Vollgas geben. Du musst Vollgas geben in der Schule, du musst diese extra Trainingseinheit machen und du musst da wirklich dranbleiben. Du musst bereit sein, das umzusetzen und wirklich hart arbeiten, ja. Was immer du brauchst, sei das ein Diplom, sei das diese extra Trainingseinheit, Freistoß zu üben, du musst wirklich daran bleiben, ja, weil sonst bringt das nicht. Dann bringt auch das beste Talent nichts, ja, glaub mir. Ronaldo wäre auch sonst nicht der beste Fußballer geworden oder Steve Jobs, der Steve Jobs. Ja, eben das Gleiche mit Steve Jobs, mit all den erfolgreichen Leuten. Die haben einfach ein anderes Mindset und das ist genau das, was ich mit euch ja, besprechen will. Weil das ist genau der Unterschied, weil Steve Jobs und wie die alle heißen, die haben einfach wirklich, die haben das gefunden, was ihnen Spaß macht und haben wirklich da Herz und Blut reingesteckt. Und das möchte ich euch wirklich auf den Weg geben.
wie gesagt, zu meinem Think Positive. Sucht nach dem, was euch Spaß macht. Hinterfragt euch, nehmt euch mal Zeit, geht laufen, so wie jetzt. Hinterfragt euch, ist das, was ich jetzt mache, is that bearing fruit for my life? Bringt das Früchte für mein Leben? Macht das mir Spaß? Bringt das was für meine Zukunft? Will ich das wirklich die ganze Zeit machen? Will ich die ganze Zeit im Office hocken? Oder möchte ich mal meine eigene Company haben? Oder genau, das müsst ihr euch, mit dem müsst ihr euch beschäftigen. Und wie gesagt, gebe euch nochmal volle Motivation, wirklich da Vollgas zu geben. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon auch von diesem Motivationsvideo. Ansonsten, was soll ich noch kurz vielleicht zu Leon, Mascher und Mert? Ja, ich weiß nicht, auf welcher Seite ich stehen soll. Ich persönlich finde Mert eigentlich sympathischer. Also klar, nicht nur wegen dem, aber auch sonst, wie es Mert halt geschildert hat, kommt für mich ein bisschen authentischer rüber. Aber wie gesagt, ich möchte mich da nicht einmischen. Und ja, ansonsten, Team Cubanito, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe wirklich, euch allen geht es gut und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen mit dem jetzt motivieren. Und ja, Leute, ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Cubanito ist raus. Cubanito, somos los mejores. Nicht vergessen, Instagram und Snapchat abchecken. Ich bin raus. Cubanito. Peace.